Hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pitfall, die verlorene Expedition. Ich habe ja einen Verdacht, was wir tun müssen, um hier weiterzukommen. Ich muss nur ganz kurz warten, bis das Ding wieder hoch ist. Und zwar habe ich den Verdacht, dass wir da rüber müssen, um hier weiterzukommen. Ich glaube, da muss ich aber ein bisschen runter. So. Ich habe jetzt einfach mal während der Anmoderation das alles schon gemacht. Ich habe nämlich gelegentliche diverse Male da drüben beim Versuch da rumzuspringen ein bisschen rumgefailt. Nein! Och nö, warum? Och, Harry! Okay, immerhin respawnen wir hier. Oh, ich hätte ganz kurz. Oh. Das ist jetzt durchaus suboptimal, dass ich keine Möglichkeit mehr zum Heilen habe. Das war übrigens WhatsApp. Well. So, komme ich hier noch irgendwie weiter? Da bringt es mir nur dich. Wenn das mir nur dich bringen würde, wäre ich durchaus enttäuscht, aber ich scheine hier runter... Oh nein, ich erinnere mich, das war die Stelle. Ah! Moment, ich... Die Problematik ist die Menge meiner Leben. Sonst hätte ich ja mit dem allen hier kein Problem. Wenn ich nicht mit einem Treffer jetzt K.O. wäre. Okay, aber gut zu wissen, dass es funktioniert. Dass wir tatsächlich den Weg nehmen müssen. Schwupp. Oh, da ist... Oh, der Heilbrunnen. Das war zu lang gedrückt. Ich wollte ihn nur rausholen. Halleluja. Das war doch knapper als ursprünglich gedacht. Die Frage ist, wie komme ich jetzt hier wieder weg? Ich komme darüber. Was sagt denn die Karte? Die Karte sagt dazu gar nichts. Dass ich hier irgendein Item brauchen würde oder so, um da wieder hochzukommen. Ach so, ich kann hier einfach... Komm ich da? Geht das nicht? Es sieht so aus, als würde es funktionieren, aber... Das ist tatsächlich jetzt etwas uncool. Ach ja, richtig. Auch das ist etwas, an das ich mich erinnere. Stellt sich natürlich die Frage, gibt es hier einen alternativen Weg nach draußen? Ja, von da oben. Es geht von da drüben los. Okay. Machbar. So, dann hauen wir dich aus dem Weg. Dann sprinten wir hier drüber. Harry! Oh, du schaffst es. Ich glaube an dich. Das war interessant. Das... Ich würde behaupten, da war ich gerade etwas... stuck. Bisschen ein Stück runter. Das ist hier gerade... Das Gebiet ist gerade ein bisschen stressiger, als ich es mir wünschen würde. Aber ich meine, es ist natürlich... nichts, was wir nicht hinkriegen würden. Da war mal ein Götze drin. Ich sag immer Götze. Idol. Natürlich.
So, dann können wir hier rüber und dann können wir hier rüber und dann können wir wieder zum Untergrunddamm. Durch die Luft glitschen irgendwie. Ah, ich bin gerade voll am Schwitzen, gell? Das war jetzt richtig hart für mich. Ach. Meinst du, wir müssen da lang? Da wäre ich jetzt von alleine gar nicht drauf gekommen. Nimm mich mal mit. Entschuldigen Sie. Ist das der Sonderzug zur Kristallhöhle? Ich muss mal eben dahin. Mal ganz kurz nach. Kristallhöhle. Ich muss mal was klären. Mit eurem Obereingeborenen. So, aber zuallererst müssen wir hier irgendwie nach oben. Klack, klack, klack. Und hier rein mit uns. Wundervoll. Wunderbar. So, zum Höhlenteleporter. Das sieht wahnsinnig interessant aus. Habe ich eine vollgefüllte Flasche? Jawohl. Dann würde ich behaupten, stellen wir uns mal da drauf. Beziehungsweise setzen uns drauf. Und schwurbeln zum Mountain Teleport. Zum Bergteleporter. Moment, ein Blick auf die Karte. Wir wurden jetzt einmal von komplett nach rechts, komplett nach links teleportiert. Brauche ich hier nicht Dynamit, um hier rauszukommen? Laut Karte ja. Laut Karte ist es gar nicht so gut, dass wir kein Dynamit haben und hier sind, wo wir Dynamit brauchen. Ah. Oder es wird uns halt einfach vom Spiel direkt zur Verfügung gestellt. Auch nett. Aua. Ah ja, ihr Viecher. Wo kommst du denn her, Eingeborener? Und weiter geht's zum Spinja-Lair. Keine Ahnung, was es heißt. Sind die Spinja... Das war definitiv der falsche Knopf. Sind die Spinja vielleicht diese komischen Fliegedinger? Oh, ich hab... Dich will ich auswählen. Schwupp. Oh, da vorne explodiert's wieder. Da scheinen wieder St. Clairs Männer zu sein. Dieses Boot hier, ich mag es gar nicht Boot nennen. Kann ich hier nicht an Land? Uncool. Ich mag es gar nicht Boot nennen, was das da ist. Den Schlauch. Wo bin ich jetzt eigentlich auf der Karte? Moment. Zu navigieren ist echt ziemlich schlimm. Okay, das ist falsch. Wir sind an der komplett falschen Stelle. Gut! Dass ich so gut aufpasse, wo wir hingehen. Sonst würden wir uns ja noch verlaufen. Oder am falschen Ort rauskommen. Das wäre ja... Das wollen wir natürlich nicht. Eine Schande wäre das. Ihr habt andere Masken. Guck mal, die haben andere Masken. Ich ignoriere euch einfach mal. Aua! Moment. Das war
falsch. Ich mach mal ganz kurz einen Abgang. Ich muss hier... Moment. Erstmal weg vor den Gegnern. So, dann würde ich gern die Maske ausrüsten und Eispickel habe ich ja schon. Aua! Wie kriege ich die denn klein? Aber das hier ist der Ort, wo wir... Wie kann ich die denn besiegen? Hi. Heilbrunnen. Einmal volltanken, bitte. Ich wüsste ganz gern, wo ich hier noch weiter kann. Ist das eine hochkletterbare Wand? Nee, das ist Cavern Lake. Aua! Und das ist wieder ein Schild, das uns nicht sagt, wo es lang führt. Allerdings sind wir hier, glaube ich, noch nicht lang gegangen. Das heißt, es ist was Neues. Das... Ah, nee, der Teleporter. Och, nö! Sagt uns die Karte denn gar nichts? Moment. Das ist Cavern Lake. Das war, wir waren doch richtig. Wir waren doch richtig in dieser einen Höhle. Ich weiß nicht, da muss ich die Karte gerade eben falsch gelesen haben. Puh, es ist einfach zu viel für mich. Bei den Temperaturen kann ich einfach nicht mehr normal denken. Und für die, die das Video gerade im Winter gucken, muss ich so denken, so, hä, was für Temperaturen? Meint der, dem ist sein Hirn eingefroren? Nein, aber wir haben gerade Hitze. Ich nehme es gerade im Hochsommer auf. In meiner Dachgeschosswohnung. Und mein Fazit ist Hitze. So, wie komme ich hier weiter? Kann ich hier irgendwo an der Wand hochklettern? Nein, kann ich nicht. Muss ich aber wieder das Floß ausrüsten. Moment, das funktioniert. Okay, das finde ich super. Ich finde das vermutlich gerade lustiger, als es eigentlich ist. Ah, da. No can do. No can do, das ist aber schade. Kannst du dich da nicht dran festhalten? Ich weiß, wenn ich jetzt das Boot einfach einpacke, dann erfriert er mir hier. Außerdem ist die Navigation gerade nicht sonderlich leicht. Ah, ich kann vielleicht hier drauf. Kann ich? Das funktioniert. Okay, das ist jetzt vielleicht wahnsinnig fies. Aber es scheint zu gehen. Was ist denn da oben? Das funktioniert aber nicht. Komme ich von hier aus irgendwo weiter? Kann ich von hier aus irgendwo hinspringen, woran ich mich festmachen kann? Gott! Ah, meine... Mein, das... Nein! Ah, das war davor schon so knapp. Und... Ah! Ah! Ich möchte nicht mehr. Das war zu kurz. Aber wir wissen jetzt, dass wir das hinbekommen.
wenn Harry richtig abspringt. Ich habe übrigens die richtigen Tasten gedrückt. Zu meiner Verteidigung. Ich muss auch. Die Pickel draußen haben. So. Jetzt. Könnte das potenziell funktionieren. Das... Entweder das Spiel wurde gerade unerwartet wesentlich schwerer. Oder ich wurde gerade unerwartet wesentlich schlechter. Es reicht auch noch, um mich zu besiegen. Och nö. Und ich muss das alles nochmal machen. Freunde. Wow, das war eine Fail-Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge da hinten wieder. Falls die Folge euch gefallen hat, dann lasst ein Däumchen nach oben da. Würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.